Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3, Leute. Wir sind hier in der Kolonie Mew und sind mit einigen ungewöhnlichen Dingen konfrontiert. Es ist seltsam. Erst fing diese Heldenmission relativ generisch an, relativ unspektakulär, fast schon etwas klischeehaft. Ja. Aber jetzt keine großartigen Kämpfe gegen irgendwelche Mobius, eine Fake-Flammenuhr. Es ist bizarr. Schauen wir mal, was wir so in Erfahrung bringen können für heute. Ob wir es schaffen, diese Mission zu Ende zu bringen. Wir haben noch einige andere Missionen, die wir auch annehmen können. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Frost, Sean, ihr habt doch gesagt, ihr würdet auf jeden Fall zurückkommen. Entschuldige die Störung, wir wollten eure alten Kampfaufzeichnungen sehen. Ach stimmt, Fifi meinte, ich soll euch helfen. Wartet bitte kurz. So, ich habe die Daten übertragen. Wenn ihr etwas Interessantes seht, meldet euch. Werden wir tun, dankeschön. Ah ja, die Ermittlungen laufen also. Klar, gibt Sinn, dass wir da wieder das Infosystem nutzen. Und damit haben wir jetzt auch wieder neue Einträge. Gut. Nico ist noch hier. Willkommen in Nikos Lagerhaus. Schaut euch um, so viel ihr wollt. Danke, es wird auch nicht lange dauern. Mir ist nichts Auffälliges. Alles entspricht den Kolonierang, den sie laut der Flammenuhr angeblich haben. Übrigens, bist du auch für die Verwaltung des Inventars zuständig? Nein, ich glaube, das macht die Konsulin. Nico kümmert sich nur um das Lager. Nico, muss man dazu sagen, bin ich. Warum würde ein Konsul so etwas selber machen? Warum? Gute Frage. Okay, dann diskutieren wir das Ganze doch mal. Mal sehen, ob wir irgendwie weiterkommen. Aber ja, es ist skurril. Man kann so ein bisschen spekulieren, was es mit dieser Konsulin auf sich haben könnte. Konnten wir hier eigentlich schon essen? Ja doch, das hatten wir genau richtig. Alles klar. Der Sammelbonus 40%, nicht schlecht auf jeden Fall. Auch wenn ich sonst immer voll auf Klassenerfahrung gehe. Das hier sollten wir auch mal alles übrigens besprechen, unbedingt. Ich glaube, das machen wir auch im Anschluss vielleicht mal. Okay, lasst uns nicht um den heißen Brei herumreden. Kolonie Mew ist komisch. Und da hätten wir den Grund, warum du keine Freunde findest. Ich habe mir die Aufzeichnungen der Kampfeinsätze angesehen. In den letzten Jahren gab es keine größeren Einsätze mit Beteiligung von Kolonie Mew. Das ist an und für sich nicht unbegreiflich, aber... Aber dann können wir die Flammenuhr gar nicht so finden, wie du vorgeschlagen hast. Wir müssen also noch einmal überlegen. Nun, das ist das eine. Aber was mir noch aufgefallen ist, war die überwältigende Mühelosigkeit, die hier vorherrscht. Ohne große Verluste oder Gewinne gab es nicht nur keine große Veränderung des Gesamtbetrags der Flammenuhr. Es gab auch langfristig gesehen keine Unterbrechung in der Versorgung der Kolonie. Und was beweist das, außer dass Fiona und die anderen gut allein zurechtkommen? Das war jetzt aber nicht so der Eindruck, den ich als erstes von diesem Ort hatte. Wir haben sie reden gehört. Sie scheinen nicht wirklich viel von Strategie oder Training zu sprechen. Dann ist da die Fluktuation der Soldaten. Ihr habt ja die Blumenwiese gesehen und mitbekommen, wie jung hier alle sind. Aha, ist mir auch aufgefallen. Wenn man dann noch bedenkt, wie häufig und lang die Konsule nicht hier ist. Die unsichere Umgebung mal außer Acht lassend. Diese Stabilität kann doch niemals von ihren militärischen Erfolgen herrühren. Da fällt mir ein, hat Fifi nicht gemeint, der Rang der Kolonie wäre immer gleich geblieben? Stimmt, und die Angelegenheit mit der Flammenuhr ist auch seltsam. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wozu die Fälschung dient. Wir dachten, sie sollte womöglich Gegner täuschen, aber... Die Soldaten erhalten ja gar keine Informationen und die Uhr wird nicht etwa manipuliert, sondern ganz zurückgehalten. Fiona und die anderen scheint das zwar nicht zu stören, aber ich glaube, in einer echten Schlacht hätten sie den Nachteil. Stimmt, das beeinträchtigt Fiona und ihre Leute wohl mehr als den Feind. Was sagte Tellow noch gleich? Es ging irgendwie darum, dass so weniger Belastung da ist. Moment, du willst doch nicht etwa sagen? Die Leute, die Konsulin enttäuschen wollte, waren die Bewohner von Kolonie Mew. Es gibt noch etwas, was mich stört. Wenn ihr euch Fiona und die anderen anschaut, erinnern sie euch nicht an jemanden? Sie glauben an nichts, was sie nicht direkt vor sich sehen können. Denken immer noch, das Kämpfen sei alles, was es gibt. So wie wir damals? Genau, sie sind so sehr mit der Realität von ihren Augen beschäftigt, sie können an nichts denken, was darüber hinausgeht. Hier in Kolonie Mew scheinen sehr nicht interessiert zu sein, außer dem Banner, das Fiona trägt. Das stimmt, sobald es um Fiona geht, werden sie alle super leidenschaftlich. Du glaubst, sie werden ausgenutzt? Nein, es geht nicht darum, ob sie ausgenutzt werden oder nicht. Ich nehme an, wir sehen auch nur, was wir sehen wollen. Wurde Fiona darum zur Kommandeurin ernannt, weil sie nützlich ist, um alles Unbequeme zu verdecken?
Hoppla, Capture Card, please. Wenn die Konsole so viel Aufwand betreibt, alles zu arrangieren, kann es einen Grund geben. Die Konsole nennt Agent Colony Mew. Sie muss auch mit dem Überfall zu tun haben, den wir unterbrochen haben. Das müssen wir Fifi sofort sagen. Okay, okay. Ja. Interessant. Jetzt nicht super viel Neues oder so, ne? Ist uns auch schon aufgefallen, ja. Dass das hier alles ein bisschen schräg ist. Alles so junge Intervalle. Oh, das sieht anders aus. What's going on? It's like back at Colony 4. Another Mobius messing with us. Crap! Ha, Moment. Die haben wir gar nicht angegriffen. Was war das denn jetzt? Ich bin verwirrt. Carol? Hey, what's wrong with you? Sorry about this, bud. Tao! Don't worry, he'll be all right. But now... Mew's console. It was you, wasn't it? Oh. Okay. Reality, right? It's just so dull. That's why nobody pays it any mind. They'd rather chase pretty dreams. You really should have just stayed dreaming. Why would you do something like this? When someone close to you gets hurt, you want to become stronger for them. That desire and sadness, they make for a quality flame. Is that why you arranged the attack? Conspired with Keves, sacrificed all those lives? Without some hardship, humans don't come together. It was just the same with you. Cut the crap! How could you put Fiona through this? I know perfectly well what I did. But Fiona, she never once gave up. She wouldn't let the dream be all there was. That purity of purpose. It lifted everybody up. The need to support one another. She taught me that as well. Oh, well, ain't that nice? Learn this! Oh, what are you... Don't hurt my friend! Even if she's bad, she's still my friend! Fiona! Fiona! Lance! Stand up. You can do better than this. Please, get up! You'll do your best for the others, won't you? You'll do all that you can, and then some! Stop it! I'll fight along with you if you want! I'll fight by your side against whatever it is that's making you sad, Irma! So please, stop calling it a dream! Hey, don't disappoint me like that! You've already made your choice. You chose what you wanted to see, and freely. Just how heavy is that banner? How many lives do you carry? Please, stop all of their hopes. You did say you'd shoulder them, didn't you? You said you'd never break up. You said we'd be together, forever. Crying about it won't change the truth. Your friends are dead, and I'm the one who killed them!
Cooler Übergang. Gefällt mir. Das war sehr cool gemacht, tatsächlich. Not bad. Zumindest mal ein netter Twist bei einem Mobius. Ist doch mal was Erfrischendes. Und Psychopathencharaktere funktionieren für mich immer so ein bisschen besser, auch nochmal in dem Kontext. Nicht ganz so austauschbar halt, ne? Naja, sollten wir vielleicht mal über uns um die Typen hier kümmern, bevor wir irgendwas anderes machen. Und Leute, es wäre vielleicht schön, wenn man wieder irgendwas mit Schwanken oder so macht. Deswegen mag ich die Klasse nicht besonders. Komm schon, schmeißt ihn um, oder? Kriegt er das heute noch hin, oder? Nein? Sehr schön, das kam auch genau richtig. Muss auch aufpassen, ich bin da schließlich Heiler mit Senna gerade. Muss auch mal aufhelfen, gegebenenfalls. So, die Buffs sind krass, ey. Das summiert sich ja richtig hoch. Heftig. Ich glaube, die Klasse ist wirklich richtig, richtig gut. Stark. Okay. Oh, Stufenaufstieg, Gott sei Dank. Das waren schon alle von euch, okay. Vielleicht können wir dann später auf Synchro 3 ein paar lustige Sachen noch ausprobieren. Schauen wir mal. Stimmt, ich habe auch Fiona noch nicht gesehen, was in der Angriffskette überhaupt machen kann. Oh. Aber Schwankenresistenz ist wahrscheinlich wieder mit drin, so wie das aussieht für mich. Ah, ich hätte sogar Explosion jetzt verfügbar, das wäre auch witzig. Ich würde schon ganz gerne mal wieder sowas machen, aber... Ja, und keinen Schwanken mehr raus hier. Na komm schon, Leute. Aber... Na, wobei... Ja, das kann ich mal machen. Wenn er jetzt schwanken schafft, wäre es auch mal ganz nett. Warte mal drauf, aber wenn da nichts passiert, ist immer ein bisschen schade dann. Ja, ich bringe ihn mal auf die Hälfte dann. Würde ich sagen, machen wir Angriffskette im Anschluss. Beim ersten Move, den er jetzt raushaut, ne? So, er siegt, ja. Let's go. So, okay, dann schließt er ab. Aber ich fand's ganz cool gemacht. Füllt die Kettenleiste und gewährt allen Mitstreitern Kraftaufladung. Oh, das klingt aber cool. Interessant. Können wir schon mal probieren. Weil sehr viele Heiler gerade drin, fällt mir auf. Ich muss da sehr aufpassen auf jeden Fall, was ich eigentlich alles mache. Also wartet mal. Wir hatten überhaupt gerade... Du hast noch Schwanken drin. Okay, ich kann's mal probieren. Bin nicht so ganz zufrieden gerade mit dem Team so, aber sehen wir mal. Ja, du hast wirklich eine Schwankenresistenz, die wahrscheinlich recht hoch ist. Achso, bei Auswahl, Moment. Oh, okay, das ist interessant. Ach, das hätte ich vielleicht... Nee, nicht direkt, aber... Das ist ganz cool. Wow, haben wir viele Stärkungen. Was geht denn hier ab? Aber dann kann ich das... Ah, okay. Ah, verstehe. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool tatsächlich. Damit geht auch mal ein bisschen mehr. Standardmäßig. Interessant. Das ist wirklich interessant. Okay, damit kann man auf jeden Fall viel spielen, würde ich mal sagen. Cool. Ist echt stark eigentlich. Jetzt natürlich nicht gut ausgereizt gerade, aber ich glaube, da geht einiges, wenn man möchte.
Ist jetzt gerade auch nicht so ideal, was wir hier haben, aber muss man natürlich auch erstmal wissen, was die überhaupt so kann. Ja, es wird trotzdem nur ein Gut. Aber wenn wir es in Zukunft ein bisschen ausreizen, geht da auch deutlich mehr. Also muss man am Ball bleiben. Vielleicht fange ich mit dir auch an. Nee, ich mach das mal bei dir. Ist, glaube ich, besser in dem Fall. Wenn ich mit dir auch abschließe, ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Probieren wir es nochmal mit Schwanken. Ah, sehr gut, hat doch funktioniert. Zieh mal einer an. Anoa kann dann umschmeißen und wenn er dann auch noch abschließt, ist auf jeden Fall ganz gut. Sehen wir mal, das sollte, denke ich, nämlich sehr gut zumindest mal wieder resultieren. Das ist dann schon besser. Ja, auf jeden Fall. Okay. Sehr schön. Schaffe ich das noch? Sollte ich direkt in Ouroboros dann reinswitchen? Ich überlege gerade. Ich glaube, es ist in dem Fall sinnvoller, direkt in Ouroboros wieder reinzuswitchen, so wie das auf mich wirkt. Ja, nee, ist besser. Mach mal damit weiter. Und mach drauf klatschen, huh? Sehr schön. Das sieht gut aus, ja. Ja, das ist in Ordnung. Aber Fiona ist eigentlich ganz cool, da kann man auch deutlich mehr rausholen. Muss man natürlich nur entsprechend ausreizen, klar. Also jetzt könnte man hier sogar überlegen, ob man nicht sogar was anderes noch nimmt. Ja? Könnte aber ein bisschen tricky sein. Nee, ist Quatsch. Nevermind. Da würden wir nichts anderes dann mehr bekommen. Jetzt einfach mal so weiter. Das ist ja echt interessant. Ah, verdammt, ich hab vergessen, stimmt ja. Ich habe jetzt überhaupt nicht daran gedacht, dass das ja mit dem Heilen wegfällt bei ihr. Das war jetzt dumm von mir. Ja, hätte locker ein Exzellent rausholen können, ich Trottel. Hab überhaupt nicht drüber nachgedacht. Egal. Hatte so lange keinen Heiler mehr im Heldenslot. Kann man das schon mal vergessen, ja. Das war sehr billig leider. Aber gut. Jetzt weiß ich zumindest mal, was sie kann. Kommt die Explosion hinterher, ist auch ganz nett. Ja, nice. Ja, kann sich durchaus sehen lassen. Ja, schauen wir mal, ob wir Stufe 3 rausholen. Für so richtig viel Spaß und dann würde ich sagen, ab geht die Post. Oh, schade, gerade in dem Moment erledigt. Na gut. Irma? You really shouldn't cry for me. Sorry. You were my friend. But I couldn't save you. Fiona.
always be my Irma. Okay, und das war die eigentliche Täuschung. Hm. I hope everyone's getting along. Schwierig. Ja, ich muss sagen, dass wir halt immer noch Fiona nicht wirklich bisher jetzt lang kannten hier im Spiel. Das war mit solchen Szenen etwas schwierig für mich persönlich. Das ist bei anderen Charakteren natürlich was anderes. Hör mal, du toter Kopf. Entschuldigt, mir geht das gerade nicht so gut. Würdet ihr mich ein bisschen in Ruhe lassen? Ich muss über das Szenario noch ein bisschen nachdenken, glaube ich. Es wurde mir jetzt doch fast etwas schnell aufgelöst, finde ich. Es war dann doch so, ja. Du wolltest halt emotional enden lassen. Ich glaube, aber aus dem Szenario hätte man noch mehr rausholen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Inszenierung vorhin war echt ganz cool, also... Wo sie dann aufgetaucht ist. Also der Übergang in den Kampf war tatsächlich auch super geschmeidig. Der hat mir richtig gut gefallen. Also der war echt gut. Muss man sagen. Das war schon cool, ja. Ein bisschen gemischte Gefühle. Insgesamt eine ganz coole Heldenmission. Aber das Gefühl, es hat einfach noch ein bisschen was gefehlt, damit man sagen kann, ja, das war jetzt eine sehr gute Heldenmission. Ich glaube, am Anfang des Spiels hatten wir halt wirklich so ein paar Heldenmissionen, wo ich sagen muss, die waren extrem gut. Also richtig, richtig... stark einfach. Aber trotzdem, natürlich immer mit den Cutscenes und so, trotzdem phänomenal gute Qualität für so ein Spiel, ne? Sind da trotzdem Nebenmissionen. So, this is where the flame clock was. How did we never see it before? Look, I'm not great with words, but I wanted to say, I'm sure she was a complicated person too. I'll never forgive what Irma did. I know I can never, ever forgive her. But if I'd never met her, I wouldn't be who I am today. She's taught me a lot as well. Just promise you won't suffer alone, all right? If things get too much to bear, you can always talk to me. Tallow. If you need to grumble or swear or call someone names, I'm your man. I'll get rid of all your worries. You can count on this turkin head, okay? Same old Tallow. She woke me up, you know. Irma did. Made me watch you. I couldn't move, but I followed every word you said. Perhaps she didn't want you to be alone. But then, why? Why do something like that? I'm supposed to be the Turkin head, not Irma. I want to know about these Mobius people. I have to know what Irma was thinking. Will you let me fight by your side still? No reason to say no. You're already our friend, Fifi. Es ist wirklich eigenartig, was? Don't ever forget how you're feeling right now. I think it'll keep you strong. Yeah. I won't. Not ever. Ich meine, dieser Mobius ist trotzdem irgendwie interessant. Ein Psychopath, aber irgendwie... Here we go! Ich meine, diese Mobius müssen ja wahrscheinlich ziemlich ewig leben. Vielleicht dreht man auch einfach irgendwann mal durch. So kann ich mir das auch vorstellen, ne? Durchaus denkbar. Vielleicht hat er sich umgeben mit jungen Leuten und wollte ja unbedingt Freunde haben. Aber gleichzeitig war sie sich darüber im Klaren, dass das mit den Intervallen wiederum nicht klappt oder so. Weil die haben ja alle nur 10 Jahre und dann hast du wieder andere...
meine, das kann auch frustrierend sein, könnte ich mir vorstellen. Wenn Mobius mit der Zeit vielleicht tatsächlich mal überlegt, dass er das ablegt, so. Sich anders verhält. Aber dann auch gleichzeitig damit konfrontiert ist, dass vielleicht zum einen diese Lüge aufrechterhalten werden muss. Also wie die Welt so ist. Und es sollte ja nicht so sein. Sich vielleicht nicht unbedingt gegen das System stellt und damit lebt, aber gleichzeitig, ja. Er hat halt keine Möglichkeit, auch echte Freundschaften zu knüpfen, mehr oder weniger. Mit den anderen Mobius sowieso nicht, das sind alles Gestörte. Also, vielleicht, ne? Kann jetzt vieles reininterpretieren. Insofern finde ich es eigentlich ganz interessant zumindest. Nach dem dramatischen Abschied von Irma wird Fiona nicht aufgeben. Sie schließt sich der Gruppe an, um mehr über die Mobius zu erfahren. Vielleicht gibt es ja eine Folgequest oder so. Ah, das finde ich echt interessant, dass Lance diesmal mal eine Heilerklasse bekommt. Einzigartige Heilerklasse, die Mitstreitern zufällige Stärkungen gewährt. Ihre Techniken stärken die ganze Gruppe. Ja, das hat sich hochsummiert. Das war relativ beeindruckend, muss ich sagen. Echt interessant. Super interessant. Werden wir ein bisschen damit experimentieren. Ich werde mich um die Leute in Kolonie Mio kümmern. Vertraut mir. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich unternehmen werde, aber ich bin der Einzige, der sie wirklich versteht. Ich werde Fiona nicht im Stich lassen. Gemeinsam werden wir über die Sache mit Irma hinwegkommen. Okay. Aber auch, ich mag hier Musik und so. Das ist eine schöne Kolonie, muss man wirklich sagen. Und wer weiß, vielleicht haben wir noch ein paar coole Quests. Fiona weiß immer, wie sie uns aufmuntern kann. Ich wünschte, sie wäre ständig an unserer Seite. Es ist wichtiger, dass sie den Ouroboros hilft. Also müssen wir erstmal ohne sie klarkommen. Aber ja, es ist schon verdächtig mit diesen ganzen jungen Intervallen und so. Was hat sich diese Mobius gedacht? Es wirft Rätsel auf, aber ich finde es auch faszinierend. Also wirklich gar nicht mal so schlecht. Achso, warte, Moment. Nee, das war nicht der eigentliche Eingang. Wollen mal sehen, wo wir da hinkommen. Guckt mal hier. Aha. Schön. This goes here, that goes there. Einfach ein paar Knöpfe gedrückt. Flop. I'm on it. That's the way. Das ist der Weg. Jawohl. Yippie! Yippie! Oh, schön. Finde ich immer lustig, auch bei Angriffsketten bei ihr. Yippie! Jawohl. Okay, ja, da sind wir dann reingegangen. Aber hier? Ein Lager oder so? Was ist das? Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Auf jeden Fall ist ein Container drin. Das verrät uns schon mal die Karte. Aber trotzdem, es war, finde ich, eine nette Abwechslung von der reinen Heldenmission an sich. Fand ich es eigentlich schon ganz gut. Einfach, weil es eine Abwechslung geboten hat. Ob ich jetzt so super glücklich bin damit insgesamt, weiß ich nicht. Aber ich will auch nicht zu hart ins Gericht gehen an der Stelle. Die generelle Questqualität, die man sonst gewohnt ist, auch in anderen RPGs, ist es immer noch auf einem wirklich hohen Level, ne? Ganz klar. Okay. Ja, wir könnten uns noch ein bisschen umsehen, wenn wir jetzt wollen. Was haben wir für eine Interaktion hier? Vielleicht ist da auch nochmal irgend so ein Container oder so. Ich guck mal kurz rein. Aber ansonsten schauen wir uns ein bisschen so um. Auf dem Meer vielleicht. Wir könnten auch noch Sachen besprechen. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Ah, ein Aushang, okay. Ha? Was? Habe ich was im Gesicht oder so? Oh nein, ignoriere mich einfach. Ich bin nur neugierig, ob wir keine Wegweiser in unserer Kolonie haben. Jetzt, wo du es sagst, auf dem Weg hierher haben wir Hüllen auf dem Schlachtfeld gesehen. Zuerst war es hart ohne Wegweise, aber immerhin hat es uns alle enger zusammengeschweißt. Hier steht etwas. Putzdienst, Tellos Einheit. Beutel mit Biomüll, gut verknoten. Nico. Sorry nochmal, Tello. Oh, damit. Also hier gibt es noch mehr solcher Sachen oder was? Na gut, dann schauen wir uns das natürlich mal an. Fifi geht also wirklich mit euch mit? Ich will nicht, dass sie geht. Damit musst du aber zurechtkommen. Noch ein Aushang. Hier stehen die Einteilungen der einzelnen Einheiten. Tellos Einheit, Tello.
Kanata, Shu. Kampfeinheit Ayase, Mikaela, Irma, Sean, Summer. Instandsetzungseinheit Nico, Lotus, Frost, Tusor, Hildemarie. Okay. Sehr unterschiedliche Namen auch irgendwie. Da ist wirklich alles irgendwie bunt gemischt. Hier war doch jetzt noch was irgendwie. Oder ist das... Nee, hier kann es nicht sein. Naja, egal. Wollen wir uns doch mal umsehen, ha? Ach, genau, wartet mal. Wir können noch andere Infos besprechen. Das war's. Das können wir auch bei den Unterkünften machen, aber... bei gutem Essen... kommt man doch noch besser ins Gespräch, ha? Okay. Was wollen wir als nächstes uns ansehen? Machen wir weiter mit dem Vierglück, Claire. Ach, das geht nur im City-Lager. Na gut, okay, von mir aus. Mit Rico und Manana. Unsere Noppon-Begleiter. Ja, und in der City haben wir wahrscheinlich auch richtig viel zu tun. Generell, wir sind ja jetzt eigentlich so in der großen Questphase, würde ich sagen. Ne? Das war ja eigentlich auch der Plan. Sich schon noch möglichst alle Kolonien so mitnehmen, die man mitnehmen kann. Dass wir uns noch sorgfältig umsehen. Und jetzt eigentlich mal so ordentlich questen. Okay, genau. Also hier müssen wir sein. Ja, du kannst immer 100% geben. Ach Gott, schon lustig, aber. Okay, los geht's. Müssen wir beiden dabei sein. Sieht aus, als würde man auch in der City an die glückbringenden Eigenschaften des Vierglück-Klees glauben. Tja, die wissen ganz offensichtlich Bescheid. Aber es ist schon faszinierend, oder? Wie der Anblick fröhlicher Kinder einen selbst zum Lächeln bringen kann, meine ich. Oh, stimmt, hier sind es ja hauptsächlich Kinder, die den Vierglück-Klee sammeln. Willst du damit irgendwas sagen, Senna? Nein, eigentlich nicht. Willst du dich den City-Girl anschließen, Juni? Ihr habt bestimmt eine Menge gemeinsam. Boah, du Döde, hältst schon mal sowieso die Fresse. Das finde ich immer so lustig. Ich finde das immer auch manchmal etwas ungewohnt, so ein Nintendo-Spiel. Finde ich das immer amüsant. Xenoblade haut einfach alles raus, Wahnsinn. Und das ist noch harmlos im Vergleich zu dem, was wir sonst so gehört haben. Ach komm schon, Juni, reg dich doch nicht gleich so auf. Manchmal könnt ihr einem echt gestohlen bleiben, man darf doch wohl noch Hobbys haben, oder? Ja, wenn der Vierglück-Klee auch in der Nähe der City wächst, könnten wir gern mal einen kleinen Sammelausflug machen. Wenigstens in dir habe ich noch einen Verbündeten, Noah. Müssen wir jetzt schon wieder sammeln. Let's play Fetch Quests. Noah! Hey! Oh, okay. Tricks. We're doing fine here, Boliaris. And you? Same old, same old. Though we're not getting any provisions from home, so our supply guys are being run ragged. Any requests for us? I don't imagine you called just to shoot the breeze. No. Good point. Got a bit of info to share with you. Yeah? Specifically, it's about Colony 5. Colony 5? I think... I remember something about them being pretty highly ranked. Yeah. We only happened to hear by chance, but apparently they made gold just the other day. Or so it seems, but we're not sure. Oh? Go on. Last time a colony went gold? I think it was about 40 years ago. When you go gold, you're pardoned from fighting. That's why everybody busts their balls trying to rank up. That sounds pretty familiar. Thing is, we're not even hearing a peep about this from the other colonies. It's as if they're acting like Colony 5 never existed to start with. I've tried getting in direct contact with them, but I haven't heard a fart back. You think something happened? Well, the woman in charge of Colony 5, or Solia, was close friends with our commander. With Ethel? To give you some background, some 2 years after the commander got us to Silver, well, Solia managed it as well. Kamaravi might have been Ethel's rival, but Osolia and Ethel, they were sworn friends. What, so if it wasn't for the thing with Kamaravi, you all would have made it to gold rank? I guess you could say it was likely. Then I can see why you'd be worried. Yep. So I was thinking of going to take a look. Been 6 days since we lost contact. If there's been some accident, we could still be able to help. Are you sure that's a good idea? You got no flame clocks. What if you end up like us?
We'll get the spark out of there before that happens. But I'm talking about Orsolia here. I ain't just gonna leave her. And if the commander was here, she'd do the exact same thing. I really want to help out on this. Whoa. Uni? Seems out of the blue. Well, you see... What the... Why didn't you tell us this sooner? Gotta share this stuff. Sorry. I just didn't really believe it. So, what you're saying is... You think that in the past you were attached to a gold rank colony? Could be. This ain't some ash about wanting to know my past self or anything. The whole colony just fell to pieces. I have to know why. You reckon Mobius have something to do with it? With what I saw, definitely. So that's why. All right. We'll help you out. Noah, I mean, are you sure? You know, I'd be glad for the help here, sure, but I really wouldn't want... Oh, enough of this already. Tell me this isn't exactly what you were hoping for. Saw through my clever ruse, eh? Must be losing my touch. I've seen that memory too, when interlinking with Uni. And I guarantee you, it was not a dream. I'm certain of it. True. I feel the same. What do you two think? No objections. Let's head out. Yeah. I want to lend a hand as well. There you go. Okay? I owe you one, mate. Seems like I'm always getting you in trouble. It's fine, Boliaris. We do have an obligation here, right? Man, not to forget all that food you gave us. Oh yeah, I remember you took seconds. Righto. I'll be moving out after this. Let's rendezvous around here. The Orion Trail. Understood. We'll give our stuff a once over, then get going. All right. See you there. Yeah. See you. Noah? Friends make journey to Goldie Colony? Yep. That's the plan. Then, humbly asking to drag Manana along. No problem. But why? Manana heard rumourings. Say that Goldie colonies have super real good ingredients lying around. Manana will take these ingredients. Resulting dishes will blow both socks and minds. Trying to expand the old repertoire. Eh, Manana? Expand! That'd be really great, actually. Okay. Don't know why I'd ever refuse. Manana, if you're going... Rikugo. Naturalistic. Only answer is yes. I just said I won't refuse. We can all go. Das dürfte ja sehr spannend werden. Gefällt mir, wie das hier angefangen hat. Nebenhandlung Juni. Okay, dann gibt es also spezielle Missionen jetzt. In Kommentaren wurde auch mal was angedeutet. Das ist interessant. Das ist super spannend. Finde ich gut. Also wenn Charaktere hier jetzt extra... Missionen noch haben, die irgendwie mehr Background hinzufügen. Immer eine schöne Sache. War jetzt auch schon interessant gestaltet. Wir haben Goldrang erreicht. Jetzt frage ich mich natürlich erstmal, woher haben die überhaupt den Goldrang bekommen? Ich meine, wir haben Schloss Kevess ja ordentlich aufgeräumt. Das wäre auch schon mal interessant, ne? Und dann wiederum, ich meine, aus Junis Erinnerungen hatten wir da damals einen Mobius, der dann einfach aufgeräumt hat. Jetzt wäre meine Vermutung fast, dass der Goldrang halt wie so eine Art Filter ist, ne? Wie so ein großer Filter halt. Dass man prinzipiell die Leute erledigt, die am gefährlichsten werden könnten später. Oder vielleicht auch zum Filtern, wenn die großes Kampfpotenzial haben. Dass man die vielleicht auch zum Mobius machen kann dann, ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht ganz interessant, die Idee. Ah, da hinten ist jemand, mit dem wir noch nicht geredet. Deswegen nehme ich das mal kurz mit. Was ist mit dir hier? Einige der derzeitigen Ouroboros-Kandidaten haben die Prüfung mehrfach bestanden. Ihr seid natürlich eine ganz andere Liga, aber unter den Verlorenen sind die allerbesten. Vielleicht können sie euch hier und dort helfen, um die Mission erfolgreich zu beenden. Viel Glück! Ja,
nehme nur ganz gerne alles noch mit, was einen Stern da hat. Dass wir da nur alles auch irgendwie mal gelesen haben. Aber ja, interessant, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es wie so ein Filter ist. Damit die Leute halt nicht zu gefährlich werden, vielleicht auch den Morbius. Weil es sind nun mal die fähigsten Krieger dann. Hat ja auch schon gehört, dass auch Ethel und Kamoravi eigentlich Morbius schon gefährlich werden konnten, ne? Teilweise auf der Stufe waren mit manchen. Also insofern geht da auch einiges, ne? Und wenn dann natürlich irgendwie so der Gedanke nach Widerstand kommt, kann mir schon vorstellen, dass das einfach so eine Absicherung ist. Aber wir werden sehen. Hoffe ich zumindest mal. Ja, mit Junis Vergangenheit natürlich dürfte das ganz spannend werden. Freue ich mich drauf. Freue ich mich jetzt richtig drauf. Machen wir auf jeden Fall als nächstes. Das ist exciting. Bis zum nächsten Mal.